So, wir kommen heute zum letzten Part. Heute der letzte Part. Wir haben noch eine Diskussionsrunde. Der Rolf hat zu mir gesagt, so eine große Diskussionsrunde haben wir überhaupt noch nie gehabt. Also er ist, glaube ich, schon sehr gespannt, gell, wie das ist. Aber ich bremsel, gell? Ja, wir machen die Reise nach Rom. Alle rücken einen Sitz auf. Okay, Rolf hat Fragen so zur Eröffnung jetzt gleich einmal zusammengeschrieben. Also die Fragen waren, wie wird Vererbung weitergegeben, was sind Einflussfaktoren, wie können wir Vererbung erkennen. Einige Themen sind ja heute schon am Vormittag besprochen worden von der Dr. Zettel. Aber das war die medizinische Seite. Und jetzt haben wir so die astrologische Seite. Und wenn man jetzt zum Beispiel sagt, das achte Haus ist zum Beispiel auch die Genetik oder auch das siebte Gewissen, da könnte man zum Beispiel einhaken und diskutieren, was so Planeten im achten Haus vielleicht machen könnten oder was sie bei jemandem anzeigen, gerade der irgendein Saturnchen in acht, Pluto in acht vielleicht irgendwie will. Einfach, dass man einfach einsteigen. Auch, genau, was der Herr von ist, genau, von wo er der Herrscher ist, ja. Aber hat vielleicht wer was in seinen Haus? Na, die Martina, ich nicht. Ja? Ja, so. Also ich habe Gott sei Dank nichts in Acht, aber wir haben ja alle einen Herrn von Acht. Aber was mir auffällt immer wieder ist, Saturn in Acht ist so ganz stark, da leidet jemand für jemanden im System mit. Also das habe ich sehr, sehr oft schon gesehen. Und da sind halt, also da liegt oft viel begraben. Also das habe ich viel festgestellt. Ja, Saturn und Pluto in 8 und 12, das sind für mich so Kennzeichen. Ja. Oder Saturn in Fische zum Beispiel jetzt nicht. Genau. Also das sind so Zeichen für mich, wo man sagt, da könnte zum Beispiel Aufstellung total gut wirken, wo auch viel weitergegeben wird und derjenige trägt etwas von der Sippe. Und Saturn in 12, das habe ich zum Beispiel, diese Bringschuldgeschichte, da hat man immer das Gefühl, man muss erst was leisten, bevor man was verdient hat. Aber auch dieses, man trägt für irgendjemanden was mit. Und das, also das konnte ich nachvollziehen aus meiner Geschichte mit der Family. Und je nachdem das Zeichen, also die zwei Sachen, Saturn in 8 und 12, sind für mich schon sehr signifikante Sachen gewesen immer. Und Pluto, da wo Pluto steht, haben wir ja die Großbaustelle. Ich meine, das wissen ja alle. Die halt damit arbeiten, mit dem Kindergewissen, das ist für mich Pluto, und Saturn, das siebte Gewissen. Das wird eh bei dir wahrscheinlich auch ähnlich sein, oder? Also, so wie es ja, das du absolut. Also anwendest. Ja. Also wenn du Saturn in 12 hast, wir wollten mal eine Doppelkonferenz machen, ich glaube, die fängt gerade an. Was hast du? Du hast Saturn in 12, ich habe Saturn im Fisch. Ah, cool, ja, okay. Ich nenne das die Fügung. Ja, das wird sicher spannend. Mag wer was erzählen vielleicht? Oder wollt ihr über astrologische Konstellationen? Wir sind da wirklich ganz frei bei dem, was wir erzählen wollen. Also Beispiel, wenn wir jetzt kurz vom achten Haus weggehen. Ich habe zum Beispiel eine Zwillingssonne, ja? Und alle meine drei Kinder haben eine Sonne im dritten Haus und mein Mann auch. Und das ist eine Potenzierung, wenn man das liest, das ist immer mal 12, mal 12, mal 12. Ja? Also die Wahrscheinlichkeit ist total selten, dass du drei Kinder kriegst, alle drei, die Sonne in drei und der Mann auch noch die Sonne in drei. Hm? Ja, ja, die kommen einfach. Sie haben es ja nicht im Zwilling, sie haben es im dritten Haus. Karin. Nein. Aber es war lustig. Ja. Hat wer eine, magst du vielleicht etwas erzählen, was dir am meisten unterkommt mit Vererbungsgeschichten, wo du siehst, selbe Konstellationen oder bestimmte Sachen? Ich glaube, du bist da die Fachfrau dafür. Ich habe schon viel erzählt. Also, wie gesagt, diese persönlichen Planeten, die mit den Langsamläufern in Verbindung sind. Natürlich sind diese Beziehungsgeschichten immer so eine Schmerzsache. Da haben wir auch heute diese Venus-Pluto-Sache gehabt.
Zeichendominanzen sind wichtig, weil wir diese Grundthemen schon sehen. Ja, und wenn jemand natürlich in einem Zeichen viele Planeten hat, dann hat er ja in diesem Leben mit Zeichen oder vor allem Haus auch, ja, dann hat er ja in diesem Leben genau dort seine Knackpunkte, ja, wo er halt, weil ja die Planeten da drinnen stehen, also da einiges aufzulösen hat. Und das sind aber immer dann systemische Aufträge, wenn diese Verbindung eben Uranus, Neptun, Pluto zustande kommt. Ja? Also wenn wir hier Verbindungen haben. Also das andere ist jetzt etwas Eigenes. Ja? Also wenn ich jetzt den Merkur und die Venus, die stehen da irgendwie fröhlich in einem Haus oder in einem Zeichen und haben aber nicht diese Verbindung zu diesen Neptun, Pluto und auch Uranus, dann sind das nicht unbedingt diese systemischen Lasten, die da dabei sind. Ja? Und ich habe eh schon gesagt, die Wasserhäuser, was ist noch? Immer wenn eben gleiche gerade besetzt sind, ja, das kommt sehr oft vor in Familien, dann würde ich sagen, die größten dynastischen Muster sind eigentlich wirklich Sonne, Mond mit Saturn. Ja? Also da, das ist ganz schwer aufzulösen über die Generationen weg. Ja. Dann kommt es auch immer darauf an, also wenn jemand eben, weil ich gesagt habe, Zeichendominanzen, ja, wenn jemand zum Beispiel viel Löwe hat, ja, dann kann es sein, dass es in der Vergangenheit jemand gegeben hat oder in der Vergangenheit, da waren Aristokraten und reiche Leute und dann ist es irgendwie verloren gegangen und dann kommt wieder jemand mit dieser Qualität oder mehrere eben, ja, also dann oft in der ganzen Familie hat jemand Löwe, die kommen eben dann auf die Welt, sozusagen der Auftrag des Sippen selbst, du schau wieder, dass du groß wirst, ja? Also dass du wieder eine Bedeutung bekommst. Ja? Und da natürlich diese Saturn-Geschichten, wenn jemand viel Steinbock hat, also ich habe ja sehr viel Steinbock, ich habe 4 Planeten im Steinbock, ja? Und das sind oft dann so Aufträge, die halt einfach Chaos gegeben hat. Ja? Wer mit wem und dort und da, also irgendwie Kinder gezeugt, zu denen man nicht gestanden ist und so weiter. Und dann wird diese Saturn-Qualität geholt. Du schaff wieder Ordnung. Ja? Du übernimm, schau, dass die Leute in deinem Umfeld Verantwortung übernehmen für das, was sie sozusagen aufführen, ja, jetzt zum Beispiel im Beziehungsbereich oder bei der Erzeugung von Kindern. Was wäre noch? Wieder haben wir heute eh auch schon gehört, ja, also ein Neuendig, ja. Also das ist gar nicht so sehr, die tragen oft gar nicht so sehr, ja, wenn jemand viel wieder hat, sondern die sind aufgerufen wie so ein Ritter, der sozusagen jetzt voranrennt und das Leben sozusagen wieder kämpft für ein gutes Leben der Familie und ja, also und da gibt's halt, also das finde ich ganz stark in diesen Zeichendominanzen auch, ja, und das ist dann relativ wurscht eigentlich, ob es Aszendent oder die Sonne ist. Aszendent wirkt da aber fast mehr, muss man sagen, ja, wirkt, gell, habt ihr auch, ja. Ja, meine Erfahrung ist wirklich, wenn man so ganze Familien durchsucht, ja, dass gerade die Enkelkinder, ohne hat viel von den Großeltern, oft achsenmäßig haben. Ja. Also, ich, mein Enkelkind hat die Sonne genau dort, wo mein Vater den Aszendenten hatte. Ja, oder so ist es. Sind die Achsen, die betonen, wenn dort das MC ja ist, dass ja die Mutter ist die Sklavin des Kindes, weil ja die hat das MC ganz dort, genau, wo sie den Aszendenten hat. Ganz so genau. Also das sind ganz starke Verbindungen. Man darf die Achsen, man muss ja sie wirklich, die sind oft dermaßen präzise ja und das geht ja ganz rasch oft. Ja. Wie, wenn man das durchschaut, wie präzise da die Achsen weitergegeben werden. Absolut, ja. Das ist auch spannend. Ja. Sabine kommt gleich, aber da fällt mir was ein. Ja. Meine älteste Tochter hat genau ihren Vollmond auf meiner MCIC-Achse. Ja. Also gerade genau auf mein MCIC, ja, ihr Vollmond. Ja. So klassische Konstellationen, wo man sagt, Wahnsinn, ja, mit den. Ja, drum, was ich noch sagen wollte, drum selbst, also wir werden ja immer wieder gefragt, naja, was ist aber, wenn jetzt ein geplanter, wie sagt man da, ein
Kaiserschnitt ist, ja, ja, was ist denn dann? Es gibt nichts Geplantes vom Schicksal. Ja, dann ist eben das Schicksal so belegt, dass genau in dem Moment das festgesetzt wird. Und wenn jetzt der Arzt 5 Minuten zu spät kommt, dann ist es auch so. Das heißt, die Kinder kommen sozusagen in die Familien, damit eben diese Themen in irgendeiner Form weiterverarbeitet werden. Also so habe ich das irgendwie gesehen. Ja, ich habe auch eine Frage an dich, Gabriele. Ja. Und zwar wende ich seit vielen Jahren an, was ich bei Verena Bachmann gelernt habe vor, ich weiß nicht, 25 Jahren. Und zwar haben wir da ein leeres Horoskop genommen und dann die Familienmitglieder und auch die Angeheirateten haben wir eingetragen, nur mit Strich von Sonne bis Saturn, AC und MC, ja, auch dazu. Und da kam raus, und das habe ich selber auch erforscht, dass es Familien gibt mit Familienthemen. Ja, also genau. Es gibt Krebsfamilien, es gibt Steinbock-Familien. Ja. Meine Familie ist eine absolute Krebs-Steinbock-Wassermann-Familie, was ich unterschreiben kann. Andere Familien sind Skorpion-Familien. Und das sieht man ganz deutlich. Auf einmal ist auf einem Grad kein Platz mehr. Ja. Ja? Weil du kannst da ganz viele nehmen. Das ist jetzt egal, ob du 10 oder 15 Leute nimmst. Es ist für mich wahnsinnig interessant, Heirateten, ganz genau, diese Themen mitbringen. So ist es. Darum gibt es hier auch keine Zufälle. Ja. Wie ich auch vorher schon gesagt habe, dass sich diese Menschen zusammenfinden. Mhm. Ja, das gibt es einfach nicht. Ja. Ja. Das ist auch echt interessant. Das ist auch... Ich finde es auch sehr interessant, wenn man dann schaut, wenn da Kinder, Enkelkinder kommen, wie bei den Enkelkindern dann die Planeten leichter werden, plötzlich in Erhöhung, plötzlich nicht mehr irgendwo in einem fallenden Haus, sondern dominanter und wo man sieht, aha, da ist ja viel aufgearbeitet worden. Ja, genau. Was ich auch gemerkt habe, ist, wenn man sich das Progressionshaus, also das Kombin anschaut, der Eltern, und da die Progression und regressiv drauf gemacht, haben die Kinder oft diese Konstellationen drinnen. Und der tägliche Transit bei einer Geburt hat nichts mit der Progression zu tun von den Eltern. Ja. Und trotzdem spiegelt das, also der Zustand der Eltern da. Und was die gerade zum Lernen haben, genauso ein Kind kriegen sie dann. Ja, ganz genau. Ja. Ganz genau. Was ich auch lang geforscht habe, Neptun in 8, Döberreiner sagt ja, dass da oft keine Kinder mehr in dieser Linie auf die Welt kommen. Und also was kommt da auf die Welt? Wenn Neptun in 8 will, vielleicht diese Person ihre Gene nicht mehr weitervererben. Aha. Und da habe ich viel geforscht, weil ich eine Tochter habe, die jetzt ein Sohn ist. Also zuerst war sie lesbisch, da kann man keine Kinder kriegen, und jetzt ist sie ein Sohn. Das geht auch nicht. Und da habe ich lang geforscht in verschiedensten Horoskopen und bin eben draufgekommen, dass da oft wirklich der Neptun in 8 ist, so ich mag meine Gene nicht weitergeben. Und von meinem Mann, die Tochter, die hat auch einen Neptun in 8 und die hat jetzt mit 40 das erste Kind gekriegt und ich habe mir gedacht, ja, die wird keins kriegen. Und ihr glaubt es nicht, das Kind schaut aus wie der Papa. Das ist die Bewegungen vom Papa, es schaut aus wie der Papa, es ist nur klein, aber ich schätze, und das sagt überall einer, oder Roscher hat das gesagt, dass da die Gene mehr von der anderen Familie werden und nicht die, wo ich mir gedacht habe, na, das will ich nicht. Ja, ist auch sehr spannend, können Sie auch forschen, finde ich auch sehr gut. Christian? Oder muss ich es behalten? Ich muss es behalten. Ich wollte einfach nur sagen, ich bin auch Neptun in 8, ich werde meine Gene auch nicht weitergeben. Wieso lachen da alle jetzt? Und ganz spannend, wenn man es jetzt so familiensystemmäßig anguckt, als der Saturn genau auf meinem Neptun, der genau auf Spitze 8 steht, stand es meine Mutter gestorben, 29,5 Jahre später, exaktamente ist mein Vater gestorben. Und bei beiden Malen Neptun war ich unterwegs, irgendwie verreist, nicht zu Hause, habe das überhaupt nicht mitgekriegt, sondern habe dann irgendwie so eine Nachricht gekriegt, das und das ist gerade passiert. Und das fand ich für den Neptun in dem Bereich einfach irgendwie, ja, ich war verbunden, aber ich war irgendwie nicht physisch vor Ort. Der Neptun ist bei dir der Herr von 12? Ja.
Ja, ich habe auch Neptun in 8, und zwar Herr 1 in 8, ja, also ich habe einen Fischer-Aszendenten, und das 8. Haus ist in Skorpion, und ich habe auch lange keine Kinder wollen, also um mich herum haben sie alle Kinder gezeugt, meine Freundinnen, ich bin mir das Gefühl gehabt, das geht mich überhaupt nichts an, ja, aber dann ist mir das sowas von eingefahren, ja, und ich war, glaube ich, bis zu meinem 6. Lebensjahr war ich fruchtbar. Ja, also, und ich habe so bedauert, bei mir gab es auch 2 Fehlgeburten nach meiner Tochter, und ich habe so bedauert, dass ich keine, nicht noch mehr Kinder zeugen kann. Also es ist, vielleicht hat es ein bisschen mit dem Pluto zu tun, weil eben hier Pluto und 8. Haus hier schon auch wieder dieses, ja, verbreitere deine Gene weiter oder wie auch immer, ja. Ist die Laura vom Horoskop mehr, also ist die Tochter mehr nach deinem Mann oder nach dir? Die hat Sonne in Skorpion. Okay. Ja, und es gibt ja da eben, sie hat ja auch ihren Vater verloren, die hat Saturn im 8. Haus in Quadrat zu Uranus in 4. Mhm. Ja, und sie hat auch einen Waage-Aszendenten, und da möchte ich jetzt auch noch was dazu sagen. Bei Waage, ja, also wenn Menschen mit Aszendent Waage auf die Welt kommen oder auch sehr stark Waage besetzt sind, kommt hier oft ein Wesen auf die Welt, wenn die immer irgendwie miteinander nicht können. Wenn die so unterschiedlich sind, also zum Beispiel eine aristokratische Familie und eine Bauernfamilie, ja, und die kommen auf die Welt, um diese beiden Systeme irgendwie zu versöhnen, in Ausgleich zu bringen. Und was ich auch immer wieder gesehen habe, sind Erbgeschichten, ja, wo ein ungerechtes Erbe passiert, also Erbe ungerecht vergeben wird, das ist auch in der Familie meiner Tochter so, wo also alle Großväter und Onkel alle einen Erbverzicht gemacht haben oder machen mussten, also es war ständig ein ungerecht vergebenes Erbe. Kommt bei Waage auch oft vor. Ja, ich kenne das mit der Waage, mit Waage Aszendent, Waage Sonne, Waage Mond, das ist eigentlich nach Erich Bauer, ja. Die Kraft der Ahnen, der auch sagt, Waage-Kinder kommen auf die Welt, um die Eltern zusammenzuhalten. Ja, gibt es sind die Einzigen, das auch, die das schaffen. Ja, ja. Ja. Meine Tochter hat auch Neptun in 8, 1 in 8. Sie wollte unbedingt Kinder, hat aber nie den perfekten Vater dazu gefunden. Oh je, ja. Zu viele Vorstellungen, oder? Wie der sein soll, oder? Ich habe auch ein ziemlich arges Thema gehabt. Ich bin ja sehr stark mit der Geschichte meines Vaters verbunden, aber bis meine Kinder gekommen sind, habe ich nicht gewusst, inwiefern. Mein Vater hatte ein extremes Suchtproblem bis vor 23 Jahren. Dann habe ich mein erstes Kind empfangen, nicht geboren, empfangen. Und er wusste es nicht. Und dann haben wir es ihm halt gesagt, dass ich schwanger bin. Und er gesagt, nee, ich habe vor, weiß ich nicht, das war dann 2 Wochen oder 3 Wochen vorher, wo ich schon gespürt habe, da ist irgendwas. Und er hat gesagt, an dem und dem Tag habe ich von heute auf morgen hat er mit dem Alkoholismus aufgehört. Hat nie wieder angefangen. Ich habe es dann aufgestellt. Und es war dann so, dass er 2 Brüder verloren hat. Und beim Jüngeren hat er einfach das Begräbnis nicht verkraftet, von dem 3,5 Monate alten. Und ich wollte nur Buben. Ich wollte kein einziges Mädchen haben. Ich wollte Buben. Und in dem Moment, wo diese Bubenenergie da war und begonnen hat, hat sich das Wart nicht mehr da gewesen. Und ich habe es dann bei der Ingrid Zindel damals noch aufgestellt. Und da ist es mir so wie Schuppen von den Augen gefallen, dass sogar Symptome und Krankheiten, dass man das heilen kann, wenn dann plötzlich ins System was anderes reinkommt. Ja, also das war für mich die ärgste Erfahrung überhaupt. Und ja, das wollte ich halt noch dazu sagen. Also es ist unglaublich, was dann die Kinder, die Enkelkinder bringen. Ja. Und darum hast du 2 Buben bekommen. Und du hast 2. System geheilt. Ja. Komplett, weil ich auch Fische Aszendent Neptun in 8 habe. Mhm. Und ich wollte lange keine Kinder kriegen. Und dann ist es passiert mit 38, also 39, bis es auf die Welt gekommen ist. Nur um das komplett zu machen. Ich bin sehr glücklich drüber, aber vorher war das irgendwie. Mit 36 kam allerdings mal Pluto über meinen Mond und da hatte ich dann so eine Krise, Verarbeitungsphase. Brauche ich das, will ich das? Und ich
habe Kinder magisch angezogen und ja, wahnsinnige Begegnungen gehabt und habe gedacht, da wäre was. Und dann habe ich mal mit einem Medium drüber gesprochen, sie brauchen keine Kinder, sie haben so ein buntes Leben, sie sind so erfüllt von allem, sie brauchen keine Kinder. Ah, doch, da ist was möglich. So hat sie das gesagt und so habe ich das dann auch erlebt. Das kam so plötzlich quer rein. Ja. Du weißt, dass ich immer Fee zu dir sage. Das Kind passt sehr gut zu dir. Tolle Tochter. Mir ist jetzt gerade eine Geschichte eingefallen, die das bestätigt mit diesem Vererben, epigenetisch wahrscheinlich, also in die Richtung. Meine Eltern haben sich getrennt, als ich 2 Jahre alt war. Mein Vater war Spieler. Ich meine, das war vor über 60 Jahren. Er hat meine Mutter die Scheidung eingereicht. Und ich hatte ganz wenig Kontakt zu ihm. Und als ich 6 Jahre alt war, habe ich erfahren, dass meine Freundin aus der Schule einen Unfall hatte und im Krankenhaus liegt. Und ich war mit dem Rad unterwegs, jemand hat es mir erzählt. Und ich habe wahnsinnige Schuldgefühle bekommen und habe gedacht, ich bin schuld. Ja. Und ich wusste vom Kopf her, dass ich nicht schuld bin, aber ich wusste vom Inneren her, dass ich das war. Und dann bin ich zu meiner Oma, bei der ich aufgewachsen bin, und dann habe ich ihr das erzählt, sage ich, du, ich bin schuld, die Veronika stirbt und ich war's. Und die Oma hat gesagt, spinnst du? Ja, das warst du doch gar nicht. Die hat einen Autounfall gehabt, die war auch mit dem Rad unterwegs und ist überfahren worden. Und ich habe da ein paar Wochen gebraucht, erst als sie aus dem Krankenhaus war, überlebt hat, war die Geschichte weg. Und als ich so 20 war, habe ich gedacht, jetzt treffe ich mich mal mit meinem Vater, habe ich ihn gefunden, ja, da war kein Kontakt. Und dann sind wir essen gegangen und dann hat er mir als allererste Geschichte erzählt, dass er ein Kind totgefahren hat und das Kind war 6 Jahre alt. Das ist ihm ins Auto gelaufen. Er war nicht schuld, er ist auch ist untersucht worden, ein kleines Mädchen. Die hat sich von der Hand der Mutter auf die Straße und er hat es überfahren. Wahrscheinlich auch deswegen diese Spielergeschichte, dass er das nicht verwunden hat, er ist Spieler gewesen. Und da ist mir dann plötzlich die Erleuchtung gekommen, was da eigentlich los war. Ja, weil ich habe mich als Kind für völlig verrückt gehalten. Ich konnte das nicht trennen. Ja. Ich wusste, ich war es nicht, aber ich war es doch. Ja. Und das ist natürlich, das bestätigt ja diese Geschichte. Ja. Ja. Und das ist das Sippengewissen, das vererbt wird. Ja, das wiederholt. Ja. 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 Genau. Im zweiten Haus haben wir die Wurzeln und die Verbundenheit und haben wir starke Wurzeln oder sind wir Flachwurzler? Was sind wir für Baum? Kommt der Wind, Flachwurzler und wir fallen um oder stehen wir so da? Aber ich glaube, dass die Genetik, das klingt jetzt komisch, gar nicht so schlimm ist wie Sippengewissen. Und das bestätigt eigentlich genau deine Geschichte. Zu den Wurzeln würde ich auch noch gerne eine Geschichte, also Entschuldigung, eine Geschichte erzählen, und zwar ein Mädel, das also ganz viel im Wassermann hat. Und dieses Mädchen hat die war die ganze Zeit in der Welt unterwegs, immer irgendwie auf der Suche, dorthin, dahin, ja, also nach der Suche ihrer Wurzeln, wie auch immer. Und dann hat man ihr, wie sie 18 Jahre alt war, gesagt, dass ihr Vater möglicherweise nicht der echte, der leibliche Vater ist. Ja, weil ich habe auch dem Mädel gesagt, du schau mal, also irgendwas mit deinen Wurzeln hat's da. Ja. Und dann ist das eben herausgekommen, also eigentlich ein Kuckuckskind. Ja. Also es hat auch der Vater, der dann dieses Kind dann versorgt hat, war auch in der Meinung, das ist eigentlich sein Kind. Ja. Und das ist so auch klassisch, ja, also Kuckuckskinder in Wassermann betonten Horoskopen kann es sehr oft vorkommen. Ja, das wollte ich nur sagen. Bitte. Ja, also mein Vater ist letztes Jahr verstorben im August. Und ich kann mich erinnern, in dem Moment, als er gestorben ist, ich war bei ihm, dass ich mich erstaunlicherweise, als er aufgehört hat zu atmen,
dass ich mich nicht bedrückt gefühlt habe, sondern frei. Ich habe plötzlich gemerkt, wie Tonnen am Ballast von mir runterfallen. Ich habe mich fast ein bisschen geschämt für das Gefühl. Ich bin sehr stark mit ihm verstrickt, also Neptun, Sonne, in meinem Horoskop im Opposition, Sonne am MC, Quadrat zum Aszendenten. Und sein Saturn, sein MC-Saturn tanzt auch auf mein Chiron rum in 8. Jetzt war er weg und jetzt habe ich gedacht, boah, jetzt bist du da frei von so viel Lasten. Ich habe das gespürt auch einige Zeit und plötzlich habe ich gemerkt, machst diese Rolle ein. Und dann haben die Martina und ich, wir haben uns das astrologisch angeguckt, also sie hupft mit ihrer Sonne rundherum. Ja, sie hat quasi jetzt diese Rolle von ihm übernommen. Das war jetzt echt gut anstrengend dieses Jahr. Aber ich glaube, wir haben es aufgeknackt. Ne? Wir haben ein bisschen was gearbeitet. Also im Moment schaut es nach Entlastung aus aufgrund einer systemischen, sehr ausführlichen, mühsamen Aufstellung. Also es schaut nach Entlastung aus. Ja, wunderbar, wenn man das kann. Aber nur so wie das von einer Generation, ja, absolut. Wie dieser Druck dann plötzlich weg war und wieder da war. Ja. Das wollte ich beitragen. Genau. Es wiederholen sich ja dann oft auch, also bei aktueller Zeitqualität, wenn da irgendwas Gröberes passiert, ein Unfall oder irgend sowas, muss ja das eigentlich in allen Horoskopen auch von der Zeitqualität her passen. Und es passt auch. Also jeder erlebt es ein bisschen anders, aber man hat dann wirklich in allen Horoskopen der Familie diesen Unfall oder dieses Schwere, das hier passiert, einfach drinnen. Ja. Man hat es auch noch in den verstorbenen Horoskopen. Wenn man schaut, was, egal was passiert ist, die können sich mitfreuen und mitleiden. Ja, das ist schön, schön gesagt. Ja. Vom Kennedy, Jackie Kennedy und Höftsbergach, der Präsident, der erschossen worden ist. JF Kennedy und die Jackie. Onassis. So, ja genau, jetzt habe ich es. Wenn du das Kombin machst und die zwei sind schon lange tot und der Sohn, ich glaube, ich war das mit dem Flugzeug abgestürzt, kurz nach der Hochzeit. Du siehst es im Kombin der Eltern, die schon lange tot sind. Ja, das ist wirklich unvorstellbar. Ja. Und wegen dem Kuckuckskind oder so, würde ich gerne was sagen. Ich habe so einen Neptun in 2 mit einem absteigenden Mondknoten drauf. Gell? Mhm. Und also wenn es meine Eltern seht, krank, dunkel. Klar, ja. Ich meine, wenn es meine Großeltern sind, klein, dick, unterschiedliche Haarfarben, ja, also irgendwie eine Mischung. Aber ich habe immer das Gefühl gehabt, ich weiß nicht, wie oft ich meine Mutter gefragt habe, bin ich wirklich vom Papa? Ich kann es mir nicht vorstellen, obwohl wir 2-3 Sachen gleich haben, die ich natürlich überhaupt nicht mag, aber na wirklich, ja, wir haben uns 16 Jahre nicht gesehen und dann erst einmal Pizza essen und essen gleich die Pizza, randstehen lassen uns mittlere und irgendwas, der Michael sagt dann, na, ihr esst es ja genau gleich und bist du auch so pervers wie deine Tochter und isst rohe Leber und mein Papa sagt, ja, aber Geschweinsleber ist besser wie Rindsleber rohe, weil ich das auch esse. Also es dürfte sein, aber der Neptun in 2, also es muss ja nicht meine Geschichte sein. Aber dann ist irgendwann rausgekommen, dass meine Mutter rausgerückt ist, sie glaubt, dass meine Oma nicht von ihrem Vater ist, sondern vom Cousin des Vaters und da hat halt der andere sich geheiratet, dass das Kind einen Namen hat. Und mit meiner Oma bin ich extrem verbunden. Ja. Und wie ich das gehört habe, haben wir gedacht, das dürfte das sein. Ja. Also da wirken Sachen, die unvorstellbar sind. Also meine Mutter war schon ziemlich bewusst, wenn ich so oft gefragt habe. Ne? Ja. Ja, aber so totgeschwiegene Sachen sind einfach eine wahnsinnige Last für diejenigen, die da mit involviert sind. Wirklich schlimm. Ja, gar nicht, du brauchst nur sprechen. Ach so, ja. Ich habe eine Freundin und da ging es um ganz viel Erbe. Also die haben eine fette Firma gehabt, so eine riesige Installationsfirma, die fürs Ackach, also ganz was Riesiges. Und da ging es um ganz viel Erbe und die war sozusagen untergejubelt, diesem Erblasser, also ihrem sozialen Vater, hat sie gesagt. Und dieser spannende Horoskop, das ist der Skorpion, also der Uranus direkt am MC, wo er der Döberreiner sagt, das ist die Täuschung. Und da, also das habe ich spannend gefunden, dass sie das derartig massiv sagt, all in ihrem ganzen Leben ist es totales Thema. Aber dieses Pluto-Uranus, also wollte ich noch. Naja, auf einer Achse ist das schon sehr spannend. Ja, also alles, was auf Achsen sitzt, ist einfach dermaßen präsent und wichtig. Ja. Wissen wir, wo der Neptun oder der Herr von 12 ist oder was?
also sie ist Skorpion-Aszendent, warte mal, ich glaube, da war der Neptun eh Anfang Skorpion, der ist am Aszendenten irgendwo da. Wenn sie Uranus-Pluto-Konjunktion hat, muss sie 64, 66, ja, genau. 66. Ja, genau. Ja, der ist am Aszendenten. Und dann Neptun ist an der Jungfrau. Ja, genau. Dann geht sie nicht ganz aus mit der Jungfrau. Skorpion-Aszendent. Ja, trotzdem. Da gehen wir ja retour. Da gehen wir ja retour. Ja. Doppelkonferenz. Na ja, jetzt darf wir andere auch mal sprechen. Was habt ihr für Christian, oder hast du dich nur gestreckt? Oder? Mischung aus beiden. Ich war mit meiner Oma väterlicherseits absolut eng verbunden. Wirklich so eine ganz, ganz große Liebesgeschichte zwischen uns. Und mein Opa ist in Stalingrad gefallen und sie hatte lange Zeit kein Bild von ihm, konnte mir nicht zeigen. Und dann hat sie mir das Bild gezeigt von ihm. Ich sehe ihm absolut ähnlich und ich bin 30 Jahre später am selben Tag wie er geboren worden. Und ob das jetzt tatsächlich 1:1 so ist oder was auch immer da wirkt, aber da ist irgendwie so dieser Grad, der da aktiviert wird, der Sonnengrad irgendwie, ja, scheint bedeutsam zu sein. Genau. Jetzt hast du mich auf was gebracht mit meinem Neptun in 2. Meine Großmutter ist genau 60 Jahre älter wie ich, genau auf den Tag. Und mein Vater hat jeden Geburtstag von seiner Mutter, also meiner Großmutter gehört, wie sie ihn abtreiben wollte eigentlich, zu jedem Geburtstag. Was soll es gemacht, dass er nicht kommt? Die ist genau am Tag 60 Jahre älter wie ich. Vielleicht ist diese Nicht-Existenzberechtigung eigentlich von meinem Vater und nicht von mir. Danke. Kann ja sein, ja. Ja, das kann sein. Nein, ich glaube schon. Aber da, also, wenn ich zuhöre, also, es gibt keine Zufälle, gell? Also, es gibt immer Gründe und die karmischen Verbindungen sind immer da und die Symbolen funktionieren wahnsinnig. Also das muss ich sagen. Also seit 8 Jahren bin ich beschäftigt mit der Astrologie und Symbolen und karmische, esoterische Astrologie. Und wenn ich die wirklich bei den Horoskopen, die karmischen Verbindungen an, kriege ich immer so Gänsehaut und oft kommen die Tränen raus. Also dieses System ist unglaublich und just, nur perfekt. Also muss man nur einfach Respekt haben. Nermin macht es ein bisschen anders, wie wir die Astrologie. Sie hat letztes Mal bei einem Stammtisch in Graz uns ein bisschen was erklärt und wir sind so gesessen ungefähr. Aber ganz toll und sofort aus dem Horoskop. Aber ganz anders wie wir körperliche Konstitutionen abgelesen und Dispositionen für Krankheiten oder sowas. Und wir sind alle gesessen mit circa solche Augen. So, wow, ja. Wie heißt deine Astrologie und was hast du gelernt? Ich lerne und ich habe gelernt, also ich bin im 2015 angefangen mit der Karma als spirituelle Astrologie. Dann ab 2016 mit meiner Lehrerin, dass ich jetzt zusammenarbeite seit 5 Jahren, bin ich wirklich angefangen mit esoterischer Karma-Astrologie. Und sie hat vor 30 Jahren angefangen, sie hat so eine Lehrerin gehabt aus dem Iran. Und sie darf die Namen nicht weiter sagen. Und sie hat von dieser Lehrerin dann so viel gelernt. Und natürlich mit Karma-Astrologie, dann hat sie dann so eine Mischung gemacht. Und Symbolen und so. Und sie recherchiert immer wieder. Und dann natürlich genetisch auch, weil ich komme aus der Türkei und unsere Region ist ganz besonders, also die energetisch und mit Anatolia oder Südostbereich, also
Mesopotamien-Bereich, ja, die ursprünglich die türkische Volk eigentlich wie sind Schamanen, ja. Und also wenn ich jetzt denke, meine Oma hat so viele Rituellen gehabt, also jeder macht das so, aber da habe ich gar nicht kapiert, als ich Kind war und so, mach mal und sag mal, mach mal. Und wirklich so bemerkt habe, das war dann so ein für mich, weil wir leben es in unserer Kultur, gell? Das ist gespeichert bei unseren Genen und so, und das war sehr interessant für mich, dann weiter zu lernen und mit spüren, also natürlich ich spüre was, ich sehe was, aber ich darf das nicht weiter sagen, weil das kann ich dann Fehler machen, so. Aber Astrologie ist rein Mathematik. Also die Gefühle muss man dann nicht, darf man nicht anmischen. Also so mache ich weiter mit Esoterik. Ist eh ganz spannend, finde ich. Ja. Danke. Ja, Geheimwissen. Astrologie war immer schon ein Geheimwissen. Ne? Weil, habe ich auch morgen bei den Mondknoten drinnen, das war immer Geheimwissen. Aber natürlich, wenn man es bei dir lernen will, dann kann es nicht Geheimwissen sein. Gell? Nein. Also ich arbeite mit meinen Lehrern, wir unterrichten zusammen, wir machen Seminare und so. Aber natürlich für mich ist ganz, ganz schwierig, auf Deutsch alles so erklären, weil ich habe alles auf Türkisch gelernt und lesen und lernen alles auf Türkisch. Aber ich kann es schon vielleicht versuchen, ich weiß es nicht. Kommt Zeit, kommt Rat. Was ich immer so spannend finde, ob ich jetzt teilnehme oder selber aufstehe, wenn man Gefühle übernimmt von Ahnen. Ich habe wie eine Frau den Vater total gehasst hat, das war so eine Hassliebe. Und dann hat sich in der Aufstellung herausgestellt, dass das der Hass des Vaters auf den eigenen Stiefvater war. Die Frau eigentlich durch den Stiefvater, den sie nie kennengelernt hat, eigentlich gehasst hat. Also das ist Gefühle übernehmen von den Ahnen, das ist unglaublich, also das geht so tief rein, also dass man oft, so wie du auch sagst, dieses Gefühl mit diesem Neptun in zwei bei dir, du weißt nicht, woher es kommt, du hast keine Ahnung und das kommt gar nicht aus unserer Richtung und das ist halt, das finde ich immer sehr spannend, wenn es da wirklich um tiefgehendere Dinge geht. Ja. Draufkommen muss man. Genau, und das ist das Thema, ja. Das ist das Spannende. Gestern ja? haben wir noch gesprochen, nicht? Über Geschichten und Neptun in zwei, der auf einmal ruf, ja. Magst du deine Fragen noch irgendwie herausarbeiten? Mehr? Wieso? Was ist da? Wir sind Leitfaden, ne? Ja, wir sind absolut im Thema. Wir machen okay. weiter. Er erzählt Geschichten, das war wirklich ganz spannend. Ich stelle jetzt vielleicht eine ganz komische Frage, weiß ich nicht, aber das beschäftigt mich jetzt seit einiger Zeit, gerade wenn es um das genetische Weitergeben geht. Also wir sind uns ja, glaube ich, mittlerweile einig, dass Traumata aus der Vergangenheit eben weitergegeben werden. Aber wie ist es denn mit vergangenen Leben? Mit Vorleben. Es arbeiten ja einige, glaube ich, irgendwer arbeitet hier auch mit Rückführungen. Und da ist bei mir ein großes Fragezeichen. Ja? Also spielt hier auch etwas herein? Ist das möglich? Ja. Weil wir sagen doch oft bei früheren Leben, die kennen sich aus einem früheren Leben. Da hätten wir ja auch schon eigentlich so etwas Epigenetisches dabei. Also hat jemand da eine Idee dazu? Ja, super. Ich war vor einem Monat, haben wir eine Woche lang Familienaufstellung gemacht und dann konnte ich assistieren, noch mit der Astrologie dazu. Dann hatten wir eine Aufstellung von einer Frau, die ist jetzt 65, glaube ich, spielt keine Rolle. Auf alle Fälle ist in der Aufstellung, ich hatte ihre Horoskope, aber damals noch nicht, ist rausgekommen, dass sie ein Kuckucks, also sie wusste, dass sie adoptiert worden war. Und zwar war sie, war der Vater, war Postbote im Ort, wo sie gewohnt hatte, war verheiratet, hatte schon 6 Kinder. und das 20 Jahre jüngere Gspusi, das er dann geschwängert hat, die hat dann das Kind weggeben müssen, oder? Und die Kleine hatte dann das Glück, dass sie adoptiert, also zuerst ist sie zur Pflegefamilie gekommen und dann wurde sie adoptiert. Und sie
sie hat mich dann mal später gefragt, machst du mir das Horoskop und so, und dann hat man das gesehen, dass das drin ist, diese Geschichte. Und das war auch herzig, weil man hat gesehen, sie war ein Kind der Liebe. Aber halt eben, sie hat dann erst mit 50 ihre Mutter kennengelernt. Und dann schickt sie mir, als sie mir die Unterlagen schickt, die Adoptionspapiere. Und dann hat sie gesagt, ja, siehst du was in diesem Horoskop? Und dann sage ich, ja. Und da war sogar noch die Zeit drin. Und ihr glaubt es jetzt nicht, der Zeitpunkt der Adoption, Sonne, Mond in ganz enger im Steinbock im 9. Haus. Das ist so hübsch für eine Adoption. Und dann hat sie mir erzählt, dann habe ich gesagt, du, aber deine Adoptiveltern, die haben dich ja unglaublich geliebt, dass du Steinbock und 9. Haus und so eine enge Konjunktion und sogar mit Venus. Also wirklich was ganz Verrücktes. Und nachher sagt sie, ja, meine Eltern haben mich wirklich geliebt und ich wohne in meinem Elternhaus von den Adoptiveltern. Jetzt hat die sogar das Haus von den Adoptiveltern geerbt. Und sie durfte alles machen als Kind. Und das, was du jetzt... Warte, sag mal noch schnell deine Frage. Ich wollte dir... Ich glaube, ich in der Geschichte verloren. Wir gehen zum früheren Leben. Eben, um frühere Leben. Und dann hat sie erzählt, dass sie in Rückführungen das dann mal noch gesehen hat, dass das wie die Aufgabe von diesen Eltern waren. Also sie hat eine Rückführung dann mal irgendwann gehabt und ihre Adoptiveltern waren schon mal ihre Eltern und mussten sie aber verlassen. Das hat sie in der Rückführung gesehen. Und in diesem Leben wurde sie von diesen Eltern adoptiert. Nicht geboren, aber adoptiert. Und ich finde, also man sieht solche Sachen wirklich. Und in Rückführungen, die wir gemacht haben, und am Abend habe ich die Horoskope gemacht, da sind unglaubliche Geschichten rausgekommen. Also am schlimmsten waren die Vergewaltigungsgeschichten. Oder wo eine so Vergewaltigungsgeschichte dann wiedergekommen ist mit der gleichen Inkarnation. Also nicht in der gleichen Inkarnation, in einer späteren Inkarnation, sondern mit dem gleichen Menschen. Aber dann zum Teil noch umgekehrt. Also wo sie der Vergewaltiger war und er war die, also der ihr Vergewaltiger war vorher die Vergewaltigte. Also das ist schon spannend. Ja, nur, also das passiert immer wieder. Bei mir schleichen sich auch immer wieder bei Aufstellungen dann plötzlich frühere Leben ein, ja, wo also eine Kundin von mir eben mit einem Kunden von ihr, also da unglaubliche Liebe empfindet. Also wir haben nichts miteinander, aber sie kann von dem nicht lassen und wir stellen auf und dann sind wir plötzlich in einem früheren Leben, ja, wo sich die eben schon gekannt haben. Für mich stellt sich aber jetzt die Frage, da geht es ja um Seelen, die sich dann sozusagen inkarnieren, aber nicht um eine Blutlinie. Also wie geht das jetzt genetisch? Wo ist die Daniela Zeller? Die kommt morgen wieder. Um 9 in der Früh ist sie wieder da. Ja? Ja, stell mal die Frage nochmal. Vielleicht hat sie ja eine Idee dazu, weil das finde ich wirklich hochinteressant. Ja? Naja, aber im Prinzip, wenn wir jetzt von der Knotenachse ausgehen, gell? Ja, okay. Und du eben ausgehst, wie oft hörst du in der Praxis oder ich, dass wer sagt, ich habe den gesehen ja. Und das war wie, als hätten ja. Wir schon immer gekannt. Wir haben uns angeschaut und wenn wir zusammen sind, als hätten wir zerschmelzen. Ich war noch nie so. Und da finden es gar keine Worte. Das ist das, wo wie auch immer die zwei zusammenhängen und warum auch immer sie sich treffen. Ob das einen glücklichen Ausgang hat, ob das keinen glücklichen Ausgang hat. Ob die Freunde bleiben oder ein Liebespaar werden. Da haben sie sich was vorgenommen. Das muss nicht eine Blutslinie sein, kann natürlich sein. Aber ich meine, ich nehme jetzt was voraus von meinem Vortrag von morgen. Ja? Aber die Mondknoten sind Spekulationsbörse der Astrologen. Und ich bin so weit, dass ich sage, ich mag das überhaupt nicht, wenn dann Leute zu mir kommen und sagen, oh, ich war beim Astrologen, die hat gesagt, ich war früher Kleopatra. Bitte Leute, ich habe schon 150 Kleopatras bei mir gehabt. Ja, es ist echt anstrengend. Ja, aber man kann das Thema rausarbeiten, denn welches Haus, welches Tierkreiszeichen, welche Planeten machen Aspekte, das kann man alles rausarbeiten.
herausarbeiten und damit das Thema erfassen oder eben wo man auch hingehen soll oder hin und her switchen. Aber diese genauen Interpretationen, warum und wieso und was die früher miteinander zu tun gehabt haben, ich weiß nicht, ob es notwendig ist, wenn du in einem früheren Leben da auf einmal bei der Aufstellung drinnen bist, ich mache ja Aufstellungen, dass du nachbaust, sondern dass du die Geschichte jetzt löst. Wie auch immer sie jetzt, dass es gut ist in der Aufstellung. Und ich glaube, da werden wir nie eine Antwort kriegen, bis wir sterben. Dann werden wir es wissen. Ja, was ich aber jetzt in, vor kurzem hatte ich eine Aufstellung, habe ich gemacht mit einer, die war so unsterblich, sie hat einen Mann, ein Kind und einen Lover. Und von diesem Lover ist sie nicht losgekommen. Und dann haben wir es aufgestellt und dann kamen wir zurück an einen Urstrumpfonkel, Großvater, in den sie auch, mit dem sie so eine starke Verbindung hatte. Und sie hat gesagt, das ist dieselbe Verbindung wie zu meinem Liebhaber und ich kann nicht weg von dem. Also die hat das verwechselt auch, dass ich meine, das kennen wir, die Fachausdrücke kennen wir eh. Und das ist halt dann auch, wenn das irgendwie, das kam hinten, also von eigentlich auch das systemische Geschichtel ins Jetzt und sie kann nicht, und das haben wir dann einmal gelöst in einer zweiten Aufstellung, die hat Rotz und Wasser geweint, weil sie beide loslassen durfte, sollte, musste, weil die kein Interesse hatten, aber sie hing noch an denen. Und das ist dann schon heftig. Genau, genau. Da gibt es die Grenze, ja. Genau, genau. Ja. Das sind spannende Geschichten, ja. Wir haben es bei einer Kaffeepause schon einmal kurz angesprochen, aber es wird mich tatsächlich auch noch einmal interessieren, wenn die Frau Dr. Zeller morgen noch einmal kommt, Zettel, Entschuldigung, dass man vielleicht noch einmal vielleicht Wahrnehmungen, die sie hat oder die ihr in, bei euren Gesprächen gehabt habt oder Vermutungen, die du vielleicht hast aus den Gesprächen mit ihr, wo vielleicht doch Schnittstellen sind. Also ich nehme jetzt einmal nicht an, dass die Epigenetik uns irgendwie sagen wird, so dieser Knödel an was auch immer für Material steht für die oder die astrologische Konstellation. Ich glaube, so einfach wird es nicht werden. Ja. Was ich vermute, oder was, wenn man diese Epigenetik immer besser entschlüsseln wird können, und es wäre interessant, wo steht diese Epigenetik gerade, vielleicht mal zu erfahren, wie viel man da schon weiß, ja, dass man vielleicht Themen herausarbeiten kann, welche Art von Stress war da, wo ich jetzt den epigenetischen Schaden unter Anführungszeichen lokalisiere. Gibt es dieses Wissen schon und dann kann es vielleicht inhaltlich auf bestimmte Konstellationen im Horoskop beziehen, dass man da vielleicht Brücken findet. Also bisher denke ich mal in diese Richtung. Und meine Frage wäre, lässt sich das irgendwie schon durch Fachleute bestätigen? Also ich weiß, bei den Testungen bei Dr. Klinghardt in der Psychokinesiologie hat er uns mal beigebracht, dass Traumata und starke Liebesbeziehungen eine ähnliche Wirkung haben. Die setzen sich auch fest über die verschiedenen Ahnenreihen. Also dass eine tiefe Liebe, wo sich zwei ewige Treue und Liebe versprochen haben im Mittelalter und dann wurden sie getrennt und der Ritter ist beim Turnier umgekommen, dass das auch ein Thema ist und sich auch genau wie die Traumata halt eben in diesem Sinn festsetzt. Und das finde ich nämlich noch spannend. Und übrigens hat der Erich Bauer, der hat immer bei den Aufstellungen, wenn wir auch schon gemacht haben, hat er immer noch den Jupiter genommen. Wenn irgendeine Liebe irgendwo war, dann war der Jupiter auch irgendwo im Spiel. Und dann muss es nicht unbedingt mal das Kind sein. Also in einer Ehe konnte es dann zum Beispiel in einer Aufstellung, das hat mich mal ganz tief beeindruckt, da war es wirklich sicher, dass das Kind war vom Vater, aber die Mutter hat den Vater gar nicht geliebt. Sie musste ihn heiraten, aber sie war mit dem Herzen immer mit ihrem Geliebten verbunden, den sie nicht haben konnte. Und das Kind hat dann sogar dem Geliebten ähnlich gesehen, aber es war wirklich, die haben einen Test gemacht, sie war wirklich die Tochter vom Vater, von dieser Ehe. Aber sie war die Liebesfrucht von einer anderen Beziehung. Es ist wie bei der Königsfamilie, der Harry ist angeblich auch vom Charles, ne? Nicht vom Reitlehrer. sicher, schaut ja gleich aus, das war ein Scherz.
Mir fällt eines gerade auf bei deiner Frage, Gabi. Das ist natürlich eine Frage, die Daniela können wir fragen und wir können überlegen. Aber du hast beim Orban auch gelernt. Und kannst du dich erinnern, wir haben einmal einen Vortrag vom Orban gehabt, wo er ja nicht immer jetzt so die gewählten Ausdrücke hat. Entschuldigt, nicht meine Ausdrücke. Und er hat gesagt, ob du zaufst, ob du rauchst, ob du tust oder was du immer machst. Der Anfang bestimmt das Ende. Es ist egal, was du machst. Und der Satz ist im Prinzip, wenn du von der Epigenetik ausgehst, nicht verbunden miteinander. Das ist zwei Paar Schuhe. Das eine ist, ich habe Genetik, ich kann aber noch was beeinflussen mit einer gesunden Ernährung. Wenn du aber jetzt nimmst, Horoskop, Direktionen, ja, Orban, was auch immer, dann bist du auf einmal auf einer getrennten Geschichte und sagst, ja, jetzt stehen wir wieder am Anfang. Und das ist die Frage, ob man nicht immer da, wenn ich jetzt denke, mit Direktionen, meine Freundin, die da bei der Geburt gestorben ist, da ist die regressive Sonne auf den Saturn gekommen. Bei ihrer Mutter war die progressive Sonne am Saturn und beim Bruder war auch die regressive Sonne am Saturn. Dass drei Familienmitglieder, Mutter und die zwei Kinder, gleichzeitig Sonne, Saturn in der Direktion hat. Wer Direktionen kann, weiß, die Sonne geht ein Grad pro Jahr. Irgendwo steht Saturn, irgendwo steht die Sonne. Alle drei gleichzeitig. Dann sind wir jetzt beim Orban. Und dann ist die Epigenetik natürlich wieder was Spannendes. Und wir probieren, und ich finde das ja voll spannend mit Genetik und Epigenetik, aber manchmal trennen sich dann auf einmal diese Wege von der Astrologie und manchmal laufen sie wieder zusammen. Und ich glaube, das sind wie Biorhythmen, die sich manchmal treffen. Ja, Silvia. Nur noch ganz kurz, weil du gesagt hast, dass man jemanden wiedererkennt, wenn man sich verliebt. Ich meine, ziemlich sicher zu wissen, dass in der Bibel steht, und sie erkannten sich. Und das ist einfach klar, irgendwas wusste man schon früher, dass man wahrscheinlich sich vielleicht von einem früheren Leben kennt. Und das ist ja auch das Gefühl, wenn man sich verliebt, das ist ja etwas Vertrautes plötzlich. Ja, das wollte ich nur sagen. Oh, schön. Wir haben noch eine Viertelstunde, aber es wäre eigentlich der wunderschönste Schlusssatz. Gell? Ja. Magst du nicht mal was sagen? Du bist so ruhig. Du hast vier Kinder. Also ich habe nur zwei Kinder, ich habe zwei Töchter. Aber ich habe fünf Enkel, ja. Also meine Töchter waren fleißig und das, was ich so festgestellt habe, ist, dass die Mondknotenachse meiner Enkel auf den Achsen von uns Großeltern landen oder auf wirklichen, ich sag mal, persönlichen Planeten von uns. Das ist so meine Sache, die ich dazu beitragen kann. Und ich glaube, dass wenn die Mondknotenachse, eine persönliche Achse, egal ob ACDC oder ICMC trifft, dann gibt es eine karmische Verbindung. Das ist für mich so, ich nenne das Seelenverträge. Und ich bin zwar kein Forscher wie meine Suse hier, aber im Endeffekt, ich habe das schon bei mehreren Mal durchgeguckt, wo ich die Daten auch von den Kindern habe und von den Enkeln zu den Großeltern. Und das passiert nicht immer, aber man kann es in einer größeren Zahl doch feststellen. Das ist das, was ich für mich so mitnehme. Und da muss man halt noch ein bisschen weiter forschen. Ne? Ja, und wenn die fünf Enkel alle zusammen sind, dann kann man, die sind von 2 bis 8 Jahre, dann kann man wirklich Studien machen. Ne, weil die Kinder leben ja ihren Aszendenten und ihren Mond in den ersten Jahren wunderbar aus und man lernt so wunderbar dadurch. Das ist wirklich ein Geschenk. Da wirst du wieder kindisch. Aber ja. Du hast ja gar nicht aufgehört damit, oder? Also meine Enkelkinder haben auch meinen Mond. Beide triggern meinen Mond. Und das ist einfach, Enkelkinder sind einfach, also alle, die jetzt Enkelkinder haben, werden wissen, das kann man gar nicht vollenden, den Satz, was das bedeutet. Diese Generationen, die weitergehen, wenn du dein Enkelkind, und das ist die nächste Geschichte von Genetik, unter Anführungszeichen und Vererbung. Die sitzen auf deinem Schoß als Kleiner und du schaust sie an und da gibt es den einen Moment, wo sie auf einmal das erste Mal dich anschauen und
Du schaust sie ganz lang an und man schaut sich gegenseitig in die Augen. Und beim Großen habe ich das Gefühl gehabt, ich schaue in meine Augen. Und der war, glaube ich, 1,5. Und ich habe das Gefühl gehabt, der denkt gerade das Gleiche. Unvorstellbar. Also es gibt auf so vielen Ebenen diese Verbundenheit. Ob es Genetik ist, ob es astrologisch ist, ob es Emotion ist. Also, und es ist eine Gesamtheit. Es ist einfach wunderbar. Gell, wenn man die Kinder anschaut. Du hast auch zwei Buben. Wenn man sie anschaut, hast du mit deinen Buben Verknüpfungen im Horoskop? Magst du das sagen oder nicht? Na schau, warte. Ich freue mich, dass du was sagst. Also meine Kinder sind, mein Großer ist am Todestag meiner Schwiegermutter auf die Welt gekommen und der Kleine ist am Todestag meines innigst geliebten Großvaters auf die Welt gekommen. So, das war, also mein ich habe zwei Söhne und mein Großer ist am Todestag, also nicht am Todestag, er hat Geburtstag am selben Tag, wie seine Oma gestorben ist und mein Kleiner, unter Anführungszeichen, ist am Todestag meines innigst geliebten Großvaters auf die Welt gekommen. So. Und ich bin ein Wintermädchen und mein Sohn ist ein Waage, also ein Waage-Sohn, also wir spielen uns schon so schön und fünfte Haus im Löwen und ich habe meinen Löwesohn auch natürlich. Aber momentan habe ich gerade meine Geschichte mit Uranus in 4 und schöne Sextil jetzt hin. Ich darf transformieren und deswegen genieße ich diesen Neumond. Die Evelyn, wann warst du bei mir im Grundkurs? Wie lange begleiten wir uns schon? Seit 2006. Bis 2006 selbstständig, seit 2006. Das heißt, du warst noch vorher bei mir. Okay. Ist, glaube ich, die Frau mit der größten Transformation vom Kommen bis jetzt. Ja, alles toll gemeistert. Auch Wahnsinn mit den Todestagen. Wo die Kinder genau an den Todestagen auf die Welt kommen. Da wäre es interessant, deine Kinder jetzt genau mit den Horoskopen von demjenigen, der da gestorben ist, vergleichen. Ja, aber ich weiß nicht, weil bis 1930 liegen in der Kirche alle Sachen, also sogar am Standesamt die Sachen auf und nachher in den Kirchen. Also wenn es einmal spooky werden soll, du forschst ja gern, Geschichte studiert, ja. Also und vielleicht wäre das sogar mal was da, forschen. Das ist auch schwierig, weil du sagst, vorher liegt es in den Kirchen auf. Ich meine, ich stamme aus Burgenland ab, aus einem kleinen Ort, bin zwar in Graz geboren worden, aber da ist die Kirche abgebrannt. Da gibt es keine Daten mehr. Da gibt es möglicherweise schon, gibt's schon Archive, da gibt es Kirchenarchive, wo das gelagert ist. Also das gibt es auch in der Steiermark, in Burgenland sicher auch. Weil ich habe sehr viel mit Kirchenarchiven gearbeitet. Vielleicht könnt ihr euch zusammenstellen. Wir schneiden uns an, morgen 9 in der Früh die Zeit. Danke für den wunderbaren Tag. Jetzt geht es einmal zum Essen und dann nachher werden wir in den Flieger dann gegen die Haschen. Danke.